the cold time's dripping from the walls of my mind, and you don't call me. A silence creeping through the sheets I sleep in, and I know that I'm Stimme, da kriegt man irgendwie so ein gutes Gefühl im Bauch. Simone Kottmeier, herzlich willkommen bei uns. Hallo, freut mich sehr. Sie waren gestern auch ein bisschen schockiert, als Sie die Nachricht erhalten haben, der Tod von Aretha Franklin. Ja, die Soul-Diva, die Königin des Souls, leider verstorben ist. Unglaublich und so schnell gegangen. Sie haben ja auch einige Songs von ihr im Repertoire. Denkt man an solche Menschen, wenn man sich die eigene Karriere in der Zukunft ausmalt? Oh, natürlich sind das große Vorbilder und ich glaube, es gibt fast keine Sängerin hier auf der ganzen Welt, die nicht Aretha Franklin Songs versucht zu singen, genauso wie ich es natürlich auch gemacht habe. Jetzt habe ich vorhin gesagt, die Presse schreibt über Sie, Sie haben eine samtweiche, verführerische Stimme. Geht runter wie Öl, oder? Ja, keine Ahnung, aber ich aber ist das ein Kompliment? Ist das was, wo man sagt, naja, gut, so würde ich mich jetzt auch einordnen, stimmtechnisch? Natürlich freut es an, wenn die Leute das gern hören. Und das ist ein schönes Kompliment, wenn die Stimme gut tut. Mhm. Und natürlich ist es dann wieder umso schöner auf der Bühne dann andere Facetten zu zeigen, wo die Leute dann vielleicht ein bisschen überrascht sind, dass sie sagen, aha, so kann die Simone auch sein. Und das freut mich dann auch natürlich. Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen, was Ihre Stimme anbelangt? Nein, habe ich nicht. Nein, gar nicht. Aber es hängt natürlich alles von dieser Stimme ab. Wie schützen Sie die und ist da schon mal was passiert? Vielleicht einmal ein Tag dabei gewesen, wo Sie nicht auftreten konnten? Ja, ist wirklich schon mal passiert. Und ja, da kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Also ich habe versucht, aber das ist dann immer schlechter geworden und dann war eigentlich schon fast keine Sprechstimme mehr da. Und dann wird es schwierig. Egal wie sexy und die Stimme sein kann, darf. Aber das ist dann auch im Jazz nicht mehr vertretbar gewesen. Und dann wurde das Konzert leider abgesagt. Hi. Sie sind als Solokünstlerin eigentlich unterwegs, Einzelkämpferin, aber jetzt mit Band auf Tour. Ja, jawohl. Wie fühlt sich das an? Naja, im Jazz ist natürlich super, wenn man die Band dabei hat und ganz wichtig. Und wir haben im März die neue Platte Spotlight on Jazz eingespielt, zusammen mit dem Saxophonisten, Leiter des Tommy Dorsey Orchesters, einer wahren Jazz-Legende. Und wir freuen uns, dass er jetzt extra in den nächsten paar Tagen kommt er her und nach Österreich, extra aus den USA, und wird mit uns am Theater am Spittelberg das neue Album präsentieren. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und Sie sind in Österreich trotzdem noch so etwas wie ein Geheimtipp, aber in Südostasien werden Sie zum Beispiel gefeiert wie ein Star. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie dort hinkommen? Sie füllen dort Hallen. Ja, es ist ein komisches Gefühl, weil wenn man dann im Hotel irgendwie in der Lobby wartet und man hört seine eigene Musik, denkt man, oh, ah ja, das bin ja ich. Oder am Flughafen, wenn ich ankomme und ich höre mich selber singen, das ist unglaublich. Und im Radio und ja, ganz was anderes. Sie sind eben auch ganz viel auf Tournee, international unterwegs. Was sind da so die Erlebnisse, wo Sie sagen, werde ich immer dran denken? Ja, es gibt natürlich ganz, wie zum Beispiel eine TV-Show in Bangkok, wo alles aufgebaut wurde, also ein VW-Bus und so.
unglaublich ins Detail ist gegangen worden. Und dann habe ich gefragt, ja, für was ist das eigentlich? Und keiner hat so richtig geantwortet. Und dann, Gott sei Dank, nach der Show haben sie gesagt, ja, das war jetzt 7 Millionen Live-Zuseher. Und da ist man schon, ist gut, dass man es vorher nicht weiß. 7 Millionen? Ja. Das muss man mal verdauen. Und es ist gut, wenn man es nicht weiß. Und ja, ich darf auch mich hier bedanken fürs Kommen. Danke. Wünsche noch eine wunderschöne Zeit auf Tour in Österreich. Jetzt wissen es auch die Österreicherinnen und Österreicher, das ist ein Bitte wahrer kommen. Star.